So, und damit sind wir mit der ersten Saison durch. Ich habe mal hier die Bestbesetzung nochmal aufgestellt. Wir haben uns, denke ich mal, glaube ich, schon alles angesehen, weil jetzt nehme ich die zweite Saison auf und ja, ich denke mal, man sieht es an der Kleidung. Ich glaube nicht, dass ich das gleiche anhabe. Weil jetzt ein Tag vergangen ist, seitdem ich das aufnehme. Und ja, damit würde ich auch sagen, gehen wir auch damit in die nächste Saison. So, damit beenden wir die Saison und gehen in die nächste. So, wir nehmen hier natürlich das Turnier mit dem meisten Preisgeld. Und komische Zahl mit 2.440.000 habe ich auch noch nie gesehen. So, von Anfang an würde ich am besten mal das Turnier hier, das Anfangsturnier erstmal skippen. Und das sieht ja bis jetzt schon sehr gut aus. Ah, eins verloren und das hier. Ich glaube, das ist das Finale. Gewinnen wir. Ah, ne, hier kommt noch eins. Dieses Transferangebot können wir aber mal annehmen. Ja, das sieht eigentlich relativ nice aus. 2,45 nehme ich mit. Und damit gehen wir ins Finale des Vorbereitungsturniers. Da geben wir die hier in die Schnellsimulation. Das machen wir nicht über den Kalender. Und verlieren im Elfmeterschießen. Agu trifft leider nicht. Wir hatten die Tore davor gemacht. Jinji Kagawa. Okay. So, der Juli ist eigentlich relativ gut ausgegangen. Wir haben leider das Finale des Vorturniers verspielt. So, und an der Stelle hat sich mein Mikrofon gedacht, nee, ich nehme jetzt nicht mehr auf. Also, ja, muss ich das Ganze hier neu kommentieren? Ich habe Glück, dass ich es, ja, in Klammern so früh bemerkt habe. Nur diese Saison ist ohne Mikrofon aufgenommen, den ich jetzt neu kommentieren muss. So, und dann gehen wir in die Runde 1 des DFB-Pokals gegen Hansa Rostock und gewinnen dies mit einem 1 zu 2 Falcao und Koulibaly. So, als nächstes Spiel habe ich mir Havard Nielsen rausgesucht. Hat damals für Greuther Fürth gespielt. Sieht mal so 2 Milde und eine Weiterverkaufsgebühr von 20%. Okay, 1,8. Sie wollen 3,15. Wir bieten als Gegenangebot 2,55. Sie bleiben aber hart. Und ja, wir gehen halt immer ein bisschen weiter hoch. Und das Angebot sieht gut aus. 2,85 nehmen wir an. Damit geht es rein in die Verhandlung mit Havard Nielsen. Schlüsselspieler will er direkt haben. Können wir akzeptieren? Einen Jahresvertrag akzeptieren wir nicht. Ihm wollen wir schon 2 Jahre mindestens. Gehalt. Ja, 14,5 plus einen Einstiegsbonus. Und damit haben wir Havard Nielsen verpflichtet. So, eigentlich hätte ich jetzt an so einen Linksverteidiger gedacht. Aber die sind alle so maßig teuer oder wollen sich nicht neu orientieren. Und wir haben noch circa 10 Millionen. Und deshalb ist mir ein Spieler sehr aufgefallen, der eine Freigabesumme von 10 Millionen hat. Und das ist Nico Gonzalez. Und wir haben ungefähr noch 10 Mille. Ja, 10 Mille. Und ja, Gavi wäre mir zwar lieber, aber Nico Gonzalez mag ich auch total. Und ja, mit einer Freigabesumme kann man dieses Neuorientieren umgehen. Wir ziehen die Freigabesumme und gehen in die Verhandlungen mit Nico. Schlüsselspieler bekommt er natürlich. 4 Jahresvertrag bieten wir ihn an. Und Freigabesumme möchte er nicht. Das ist, finde ich, sehr gut. Gehalt möchte er schon ziemlich viel. Aber wenn wir den Bonus da entfernen, können wir uns Nico Gonzalez leisten. Und er ist ein neuer Spieler von uns. So, und der August sieht eigentlich relativ okay aus. Gegen Freiburg gewonnen, gegen dieses Saarbrücken oder welche waren das? Dann verlieren wir, gegen Hallische FC gewinnen wir. Und im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock kommen wir natürlich auch weiter. So, im September sieht es eigentlich auch sehr gut aus. Haben jedes Spiel gewonnen, außer eins mit einem Unentschieden. So. Als nächstes gehen wir in eine normale Simulation in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Ja, da entscheide ich mich für die normale Simulation, weil wenn was passieren sollte, es kritisch sein sollte, können wir dann immer noch
einsteigen und es selber spielen und es versuchen zu drehen. Und nach 13 Minuten leichte Verletzung für Agu. Und Nico Gonzalez mit dem Tor in der 27. Minute. Und 2 zu 0 mit dem Mann mit der Nummer 14, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, in der 71. Minute. Und Jopek in der 90. Minute mit dem 3 zu 0. Und damit ist das Ding durch. Wir gewinnen dieses Spiel mit einem 0 zu 3. So, der November sieht so naja aus. Gegen München gewinnen wir, gegen Kaiserslautern unentschieden, so wie gegen Braunschweig. Und wir sehen, unser nächster Gegner im DFB-Pokal wird VfL Wolfsburg. Da, puh, gehen wir auch erstmal in die normale Simulation. Und das kann es doch echt nicht sein. In der 6. Minute Harvard Nielsen mit dem 1 zu 0. Und das kann doch echt nicht wahr sein. 5 Minuten später in der 11. Minute Harvard Nielsen 2 zu 0. Und Wolfsburg Brekalo in der 19. Minute. Und nach 33 Minuten Harvard Nielsen mit dem Hattrick. 3 zu 1 steht es jetzt hier. Und einfach das verflixte vierte Tor für Harvard Nielsen in der 65. Minute. Und Jopek mit dem 5 zu 1 in der 73. Minute. Das kann man sich hier echt nicht vorstellen, was hier gerade passiert. Und VfL Wolfsburg macht noch ein zweites Tor in der 85. Minute durch Enmecha. Und das kann doch echt nicht wahr sein. Wir gewinnen echt im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg mit 2 zu 5. Eine Erstligamannschaft gegen eine derzeitige Drittligamannschaft. So, der Dezember sieht eigentlich auch relativ okay aus. Zwei Siege, eine Niederlage. Und ich sehe gerade hier im Januar, wir haben immenses Losglück. Im nächsten DFB-Pokalspiel geht es einfach für uns rein gegen den ersten FC St. Pauli. So, der Januar sieht auch so meh aus. Zwei Spiele gewinnen wir, ein Unentschieden und eine Niederlage. Und jetzt geht es auch gleich ran ins Spiel gegen den ersten FC St. Pauli. Und dort gehen wir natürlich auch in die normale Simulation. Wenn was sein sollte, gehen wir natürlich rein. Und 18. Minute mit dem Mann mit der Nummer 14. 1 zu 0. Die Nummer 14 mit dem Doppelpacker. In der 31. Minute steht es jetzt 2 zu 0. Und San Pauli schießt ja auch nochmal ein Tor vor der Halbzeitpause in der 45. Minute. So, und damit geht es sogar in die Verlängerung. Aber in der 118. Minute Henrik Weidand mit dem 3 zu 2. Und damit gewinnen wir einfach das DFB-Pokalspiel gegen den ersten FC San Pauli. So, als nächstes schauen wir uns an und wir haben wieder so mehr oder weniger Losglück. Und zwar bekommen wir den ersten FC Augsburg, während das andere Halbfinalspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig ist. So, der Februar sieht auch eigentlich relativ okay aus. Drei Siege, zwei Unentschieden. So, ich habe mich dafür entschieden, dass wir das Halbfinale gegen den FC Augsburg selber spielen. Und damit sehen wir die Startelf vom FC Augsburg. Und ja, sieht im ersten Blick gar nicht so schlecht aus, aber auch gar nicht so überragend. Ja, so, und jetzt sehen wir unsere Startelf, die schon deutlich interessanter aussieht als die vom FC Augsburg. Und damit kommt es zum Anstoß. Schöner Pass auf die Nummer 14. Steilpass auf Hendrik Weidand, der da sehr gut durchkommt und 1 zu 0 in der 7. Minute durch Hendrik Weidand. Schöner Treffer, muss man sagen. Schöner früher Treffer von Henrik Weidand. So, Augsburg versucht direkt zu kontern, verlieren aber direkt den Ball rapp auf Weidand. Weidand auf die Nummer 14. Die Nummer 14 wird da ein bisschen gefoult auf Nico Gonzalez und der knallt das Ding sowas von in den Winkel. 12. Minute, 2 zu 0, Nico.
Gonzales. Da hatten wir noch Glück gehabt, dass es der Schiedsrichter als Vorteil gewertet hat und nicht direkt gepfiffen hat. Freistoß wahrscheinlich auch eine gute Situation gewesen, aber man nimmt lieber das Tor mit anstatt den Freistoß. So, Berlin holt sich den Ball, Nico Gonzales viel Freiraum. Keiner kommt auf ihn zu, sieht Hendrik Weidand, der sich ein bisschen durchlaufen muss. Schöner Hackentrick, verlieren aber direkt den Ball. Und das gleiche kann man zu Augsburg sagen, sie verlieren auch den Ball, Jopek auf Weidand und der schießt das 3:0 in der 28. Minute. Schön gemacht von Berlin. Schöner Treffer. So, jetzt Augsburg, Udukai, Vergas und da kommt die Grätsche von hinten und das gibt die glatt rote Karte für Felix Agu und der muss jetzt frühzeitig vom Platz. Hinten einfach reingegrätscht, schlecht gemacht. So, da sind wir in der zweiten Halbzeit angekommen und Berlin verliert direkt den Ball. Augsburg nutzt das direkt aus, trickst hier ein bisschen rum mit Hin- und Hergepasse. Schönes Ding von weiter weg und da kommt der Fehlpass auf Augsburg. Verfehlte Grätsche, Pfostenschuss und dann ist der Ball doch noch drinne. 58. Minute. Der Mann mit der Nummer 13 vom FC Augsburg. Da haben sie uns ein bisschen ausgetänzelt. Larin heißt er. So, in der 90. Minute angekommen. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Viel ist nicht mehr passiert. Harvard Nielsen jetzt. Kagawa. Jopek. Gibt rüber. Kommt jetzt die letzte Gelegenheit. Und damit gibt es einen Elfmeter oder Freistoß? Es gibt einen Freistoß, letzte Gelegenheit und den versuchen wir mal einfach mal direkt von Jopek ausgeführt und Augsburgs Torwart hält den direkt und damit ist das Spiel abgepfiffen. Damit stehen wir im Finale des DFB-Pokal. Wir sind im letzten Monat angekommen und damit heißt es nur noch DFB-Pokalspiel und das letzte Ligaspiel haben wir auch gewonnen, werden damit mit Abstand Drittligameister mit 84 Punkten zu 63 Punkten. So, und jetzt sind wir hier im DFB-Pokalfinale angekommen und sehen direkt die Aufstellung von RB Leipzig, die natürlich eine mega Aufstellung haben. Alter. Also spielen mit einer Dreierkette, sehr offensiv spielen sie. André Silva, Olmo, Berns, Alda, sehr gefährliche Offensive. Aber ob unsere Mannschaft damit mithalten kann, wissen wir noch nicht so ganz. Aber den Glauben sollte man nie verlieren. Unsere Mannschaft sieht natürlich auch ziemlich gut aus. Und unsere Startelf sieht so aus mit was für eine Formation haben wir? 4-2-3-1 steht ja auch unten da und jetzt wird sich noch als Team besprochen und damit geht es direkt rein ins Spiel. Berlin verliert direkt den Ball und Leipzig nutzt das direkt aus. Direktes Hin- und Hergespiele, Tiki-Taka hier, Haidera auf André Silva und der macht das Tor in der 5. Minute, 1:0 durch André Silva. Ja, schön gemacht von RB Leipzig, muss man sagen. Ja, dann Eckball. So, Eckball von Busch ausgeführt.
kommt nicht so ganz an, RB Leipzig, aber hier mit dem Fehlkopfball, Jopic jetzt am Ball, gibt weiter auf Nico Gonzalez schafft das da gut durch, Weidand auf die Nummer 14 und der macht den Ausgleichstreffer in der 22. Minute. 1:1 steht jetzt hier. Und was mich auch frage, warum sind die auf einmal jetzt so braun? Naja, egal. Schönes Tor auf jeden Fall von der Nummer 14, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ballverlust Berlin jetzt. RB Leipzig mit dem Konter. Dani Olmo hat da Platz und schießt. Und macht das 2:1 in der 32. Minute. Da freuen sich die Leipziger. 2:1 steht es jetzt hier. Durch einen echt dämlichen Ballverlust. Schön geschossen von Dani Olmo. Oh, Leipzig diesmal mit dem Ballverlust. Henrik Weidand schießt. Gulaschi hält. Eckball. Kurz ausgeführt auf die Nummer 14. Rapp jetzt am Ball. Hahn. Hahn gibt in die Mitte auf Jopek. Jopek hat Freiraum und macht das Ding 2:2 in der 46. Minute oder 47. Minute. Schön in die Mitte geleitet von den RB Leipzig Innenverteidigern. Passen da nicht so viele auf, dass da Jopek so viel Freiraum hat. Damit heißt es Ausgleich. So, Felix Agu hat hier immensen Freiraum. Busch. Und der schießt und Gulaschi hat ihn. Und Fehlflanke von Gulaschi. Henrik Weidand jetzt gibt rüber auf Jopek. Der schießt und macht das Tor. So geschenkt von Gulaschi. Jopek also mit dem 2:3 in der 64. Minute. Echt schön zusammengespielt. Schöner Schuss von Jopek, muss man so sagen. Und RB Leipzig, Kevin Campbell mit der Gelegenheit und schießt vorbei. So, jetzt kommt es zu einem ersten Wechsel. Henrik Weidand geht raus für Havard Nielsen. Und RB Leipzig direkt. Oh. Jetzt Konter, Jopek. Sehr viel Freiraum. Jopek gibt in die Mitte zu langer Ball, aber Ball ist noch warm. Ball ist noch heiß. Nummer 14 weiter. Und abseits. So, es kommt zum nächsten Wechsel. Rapp geht runter für Löhmanns Röben. Oh. Die Nummer 14 jetzt. Schöner Kontergelegenheit jetzt. Nummer 14. Und der macht das Tor in der 83. Minute. So, sehr schön gemacht von ihm. Ja. So, Jopek gibt rüber auf die Nummer 14. Der gibt weiter auf Nico Gonzalez. Und Gonzalez macht das 2:5 in der 92. Minute. Ja, hätte auch die Nummer 14 schon selber schießen können, aber geht dann lieber den sicheren Weg mit Nico. Und damit ist das Spiel vorbei und wir werden
allen Ernstes als Drittligameister auch noch DFB-Pokalsieger. So, da freut sich die Mannschaft natürlich. Als Drittligamannschaft einfach mal den DFB-Pokal gewinnen. Damit geht es zur Siegerehrung. So, da kommen auch die Letzten noch. Und da kommt der Kapitän Hahn. Und der darf das Ding hochhalten, in die Lüfte strecken. Und Berlin wird einfach mal DFB-Pokalsieger. Viktoria Berlin. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass wir echt als Drittligamannschaft den DFB-Pokal holen und so viele große Vereine geschlagen haben. Und das sehr haushoch eigentlich. Wolfsburg haben wir geschlagen mit 2-5. Dann haben wir noch Augsburg geschlagen mit 3-2. Und jetzt noch RB mit 2-5. Das ist echt kaum zu glauben. Und jetzt gibt es noch Feuerwerk für den DFB-Pokalsieger. Und jetzt wird noch ein kleines Gruppenbild gemacht. Berlin DFB-Pokalsieger. So, und zum Ende der Folge wollen wir nochmal alles durchgehen. Wir werden natürlich Drittligameister. DFB-Pokal wissen wir jetzt, haben wir gewonnen. Die Champions League, Atletico Madrid im Finale gegen PSG. Die Europa League gewinnt Real Sociedad gegen den FC Liverpool. Und die Conference League geht an Starterin im Finale gegen den FC Porto. Am Ende machen wir noch einen Profit von 16,14 Millionen. Haben eine richtig miese Managerbewertung mit 66. Und das hier ist unsere Mannschaft. Und damit beenden wir erstmal die Saison. Und ich würde sagen, wenn euch diese ersten zwei Saisons gefallen haben, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren nicht vergessen, schaut auf jeden Fall beim guten Tim vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao.